Oh, der Schuss war. Oh, Honig. Noch was zum Rausdrüppeln. Hier ist kalter. Wie jetzt oben, was baust du zusammen? Oh, da ist noch ein Rasthüpfer. Den mache ich mal ganz aufs Blatt. Komm gleich wieder. Kannst schon mal zur Base laufen. Erstmal aufwärmen wieder. Meine Spinne hat mich gebissen. Meine, der Freund und Helfer. Knoblauch groß, super. Zwei Glümchen hier, Glümchen. Ach, nicht das blöde Scheißzeug. Ich will das Bein haben. Das sieht auf der Map eigentlich immer nur so riesig aus. So weit ist das? Das ist gar nicht so weit, ne? Es sieht nicht so, ist wirklich. Immer nur so aus, als ob das 10 Jahre dauert, bis du da gefühlt ankommst. Es sind 10.000 Gegner dazwischen. Das ist immer nervig, dass sie dir wirklich alle auf den Sack gehen wollen. Mhm. Alle Male. Aber ansonsten geht das eigentlich recht ratzfatz. Das sind eigentlich diese Höhen und Tiefen, die es in dem Spiel gibt. Hier mal eine Wurzel hoch, da vorne mal so einen kleinen Canyon runter. Ansonsten. Hast du schon eigentlich bei Ark diesen neuen Dino-Vault gesehen für Scorched Earth? Ja, nicht gesehen komplett. Wurde mir bei Twitter ja empfohlen, habe ich aber nicht drauf gedrückt gehabt. Ganz ehrlich, die Vaults interessieren mich eigentlich nie. Ist halt jetzt durch mit den. Jetzt kommt halt die zweite Vault-Phase, wo halt die Community entscheidet, welches von den Gentieren oder wie viele Roma das sind, durchkommt. Also welches übernommen wird. Waren ein paar interessante dabei. Aber du weißt auch, bei jedem Vote, das war bis jetzt immer so, bei jedem Vote haben die Leute immer, die meisten Leute gevotet, irgendwie Sachen, die am Ende dann nachher total kritisiert wurden, weil das keiner haben wollte. Na, der eine, ich weiß den Namen nicht mehr, ich sag dazu mal nackter Sabertooth, weil der so ein bisschen so aussieht. Der ist jetzt schon wieder mit dabei. Der war bisher in jedem einzelnen Vote dabei. Boah, irgendwas. Kannst du das noch mitnehmen, das eine Knoblauchblatt hier? Abfrieren. Weiß gerade nicht, wie der heißt, aber der ist schon wieder auf jeden Fall mit in dem Vote dabei. Dann haben sie eine neue Schlange als Vorschlag gehabt jetzt. Eine irgendwas gigamäßig, also Giga im Namen drinne. Und von der Beschreibung her größer als der Basilisk. Steht in der Beschreibung so drinne, dass das Ding größer als der Basilisk ist, von der Länge her auf jeden Fall. Dann hatten die noch so eine Springspinne. Mhm. Also wie du sie sogar aus dem echten Leben kennst, diese ganz, ganz winzigen. Die ganz kleinen, hübschen, ja. Die so ein bisschen bunt sind auch. So eine als Vorschlag gewesen, die dann halt aber sogar reitbar ist. Also halt so, ja, ich vermute mal so Araneo-Größe wäre das wahrscheinlich dann. Mhm. Was war noch? Ein riesiger Strauß mit Plattformsattel. Den fand ich sogar ganz cool als Idee. Und der würde wahrscheinlich sogar gut zu Scorched Earth passen. Ja, finde ich auch. Und nochmal hier drüben ist ja unser Baum. Nee. Oder? Der Baum ist hier vorne. Müsste eigentlich, oder bin ich falsch gelaufen? Das ist der Baum. Oh, nee, das ist der falsche Baum. Ich sehe ihn sogar schon, aber wie komme ich jetzt gerade hier rüber? Das ist meine Frage. Wo ist denn der Weg hier rüber? Ah, hier kann ich lang. Da unter dir kannst du lang direkt. Ach so, jetzt, das ist der Schreibtisch, den du gerade baust. Dann viel Spaß.
Oh Mann, ich bin eine Spinne, verschwindet. So, hab dich gebissen. Und noch? Und so die prägnantesten, die ich mir gemerkt habe davon. Knoblauchbrot, lecker. Heiko, beim Griechen, was hast du beim Griechen denn gegessen? Chibopchichi. Also so einen riesigen Strauß mit Plattformsattel, das fände ich schon cool. Also wenn das nicht so übertriebener Quatsch ist, dann ja, immer gerne. Naja, ich denke jetzt mal nicht hier so Titano-Größe, aber halt so... hier, wie heißt der? Der Riesenterzi aus der Additional Creatures Mod, so die Größe könnte ich mir vorstellen. Ja, der diese riesengroße Ente da. Bei Nocheros. Mhm. Bist du eigentlich da? Oder kann... Ach, da bist du. Ja, okay. Warte. Sofort. Ich muss sogar noch so einen scheiß Gerbock da töten. Ja, genau. Brauchst du mal ein Foto, Jens-Uwe? Das wäre lustig. Interessant zu sehen, was du da zusammenbaust. Ich kenne das, die Vorfreude auf einen neuen PC. Oh, ich wollte gerade zuschlagen. Außer deine Spinne. Ja, die würde dich dann sofort zu sofort beißen. Ups. Der beißt dich nicht. Eschkalt. Eschkalter. So eine Grillplatte mit Gyros. Oh, ich so liebe das Zeugs. So liebe ich das. Oh. Ich finde meine Base schön. Die sieht gut aus. Also unsere Base, aber ich, Großteil habe ich ja gebaut. Aber deswegen sage ich immer meine Base. Erstmal ab und zu mal hier aufwärmen. Erstmal gucken. Im Steinschneider kann das gebaut werden. Ah, da unten, Feuerstein. Ah, ne, ist ein Feuersteinpfeile. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Man kann Feuersteinpfeile craften. Warum schieße ich denn mit dem Kack hier rum? Aber ich kann auch den besseren Bogen hier machen. Warum sollte ich. Ah, ne, erstmal einen Savepoint setzen. Hast du einen Savepoint schon gesetzt? Also, erstmal aufräumen. Alles raus. Oh, keine Lust. Alles einzeln reinschieben hier. Oh, hier dieser eine Riesenkäfer war noch mit dem Wort. Gorgonops, so hieß das Ding. Das ist in jedem Vote bisher dabei gewesen. Der Fasallo ist noch mit dabei, den wir auch schon aus der Mod kennen. Mhm. Noch irgend so ein Raptorvieh, dann gab es noch so ein Raptor mit Haaren. Also so ein Federraptor. Ja, das war's, glaube ich, großartig. Und irgendein Ding, was ich einen Namen nicht aussprechen kann. Ledu Mahadi Akuti. Gesundheit. Ja, habe ich mir auch gedacht, wo ich das durchgelesen habe. Ja, kannst du ruhig dort posten. Ich bin mal gespannt, was mal wieder daraus wird, aus dem Ganzen. Der sieht sogar echt cool aus. Der ist so ein bisschen, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus einem Bronto und einem Rex. Und kann halt so, auch so wie der Spino auf allen Vieren oder auf zwei Beinen laufen. Und ist ein Farmtier, der farmt sehr viel Stein und sowas. Was halt cool ist, die haben da eine Rüstung dazu sogar gemacht, wie die Spezialrüstung von dem aussieht und eine Waffe, aber die wird eh nicht dazu kommen. Außer vielleicht per Mod oder so. Kann das sein, dass Schrauben und Kronkorken nicht mehr nachspawnen? Weiß das jemand, Chat? Ich habe immer das Gefühl, dass sie nicht mehr nachspawnen, dass man die nicht farmen kann, dass man die nur findet und das sind seltene Teile sind. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ich tue mal die Flügel hier rein in diese Kiste. Jetzt brauche ich die ja gerade nicht. Steinsperma repariert. Maus war gerade weg. So, guck mal, dass ich alles zusammensammle für die Windmühle. Eine Fasergarn, verfeinertes Holz. Warte mal, bevor du dann einfach irgendwo hinkleisterst. Ich muss ja erstmal sammeln. Mal gucken, wo alles ist. Ich habe ja keine Ahnung, wie eure Ordnung ist. Keiner hat hier eine Ordnung. Ich bin wirklich der Einzige, der hier ordnet. Das ist schlecht. Stoffstück kann man herstellen. Fasergarn.
Wie viel brauche ich? Oh, ich habe neue Sachen. Geschütztes Bett, Laufbett. Okay. Weil ich Fasergarn hergestellt habe. 8 brauche ich, okay. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, könnte ich bauen. Ja, Sekunde. Oh mein Gott, ist die riesig. Die kannst du nirgendwo in die Base stellen. In die Base, meinst du? An der Base, meinst du, oder was? Das Ding ist massivst groß. Okay. Und ich kann es nicht drehen, aus irgendeinem Grund. Siehst du das, wenn ich das hier schiebe? Nee, nee. Musst du, kannst du ja setzen, wieder abreißen. Ich kann es nicht drehen. Vielleicht kannst du das gleich drehen. Du kannst es ja dann einfach abreißen und platzieren. Ja, da kriegen wir einen Steinofen und einen Ofen. Ah. Guck mal, wie groß das ist. Oh, das sieht von hier sogar aus, als ob es am Haus verbunden ist, wenn du hier so stehst. Ja. Aber ich konnte es nicht drehen, gerade eben. Boah, direkt wieder kalt. So, was brauchen wir für den Ofen? Oder beziehungsweise den Steinofen? Holz, Steinziegel, Tonmörtel. Den oh, Ofen, Leute. Holz, schon wieder Steinziegel. Ein Bauteil, was man nicht drehen kann. Echt, oh, oh Mann, ey. Stein? Steinziegel. War ein Steinmetz, ne? Ja. Die Kiste war recht leer, ja. Da packe ich jetzt mal kurz das alles rein. Dann mache ich das. Bauwerk, Ofen, Steinofen. Ich gucke gerade schon wegen den Ofen, weil da kannst du das Metall herstellen. Steinziegel. Okay, Steinziegel haben wir nicht und Tonmörtel. Dafür brauchen wir natürlich den Ofen. Und Steinziegel. Wo kriegst du denn die Steinziegel her? Im Steinmetz ganz sicher. Ja, aus Stein und Feuerstein, aber wir haben keinen Stein. Wir haben keinen Stein, haufenweise Stein haben wir. Wo denn? Ich habe jetzt keinen einzigen gesehen. Jo. Die Kiste, die Pau so hast. Die Kiste, die habe ich nicht mal gesehen. Ja, die habe ich jetzt vor kurzem gesetzt und das hat Pau in die Base verbuggt letztes Mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, so 10 Stück bei uns, glaube ich, ne? Ja, kannst du mir mal Chitin droppen? Ja. Schweres. Entschuldigung. In der Kiste, hinter dir. Ich habe schon gerade mal ein paar Steinziegel gebaut. Habe ich auch. Da. Das, Jetzt nicht, wir haben kein Holz. Ne, doch, da. Okay, ich bin einfach nur blind zwischendurch. Okay, ich könnte den. Oh Gott, der ist genauso riesig. Oh, shit. Ah, den kannst du wenigstens drehen. Okay, Ich bin in der Base. Komm, mach den einfach mal hier hin kurz. Oh, das ist nicht riesig. Miete. Da kann. Ach, Holzkohle kannst du ja herstellen. Du kannst sogar Eisensplitter herstellen. Oh mein Gott. Ich drücke wohl die falsche Taste. Guck mal rein. Das ist ganz schön teuer. Ein Eisensplitter ist ganz schön teuer. Ach, lese mal, was der Nego gerade schreibt. Die Windmühle dreht sich automatisch mit dem Wind. Das ist cool. Aha. Gib das her. Ja, Tonmörtel brauchen wir halt. Ganz ehrlich? Kannst du mal den Tisch hier abreißen und die Stühle? Das hier? Ja. Hab ich jetzt einfach nur hingesetzt. Oh. Ups. Ja, das hat auf die Platte gesnappt, wo ich gedrückt habe. Ja, setz dich schnell neu. Oh. So. Anders geht's. Ja, da habe ich jetzt eine Schmiede gelernt. Ja, me too. Das Problem ist aber, du brauchst dafür auch Tonmörtel und das haben wir nicht. Aber wir können doch jetzt hier was drin machen. Nein, was können. Aber nicht Tonmörtel. Holzkohle, Eisensplitter, Eisenbarren. Ja. Okay, was war das andere, was wir gelernt haben? Ein Steinofen. Ja, den müssen wir den noch craften. Das ist Küche. Ach, Tonmörtel. Das ist Küche. Steinofen ist Küche. Schmiede ist halt noch. Ein Arbeitsplatz, an dem die Funken sprühen und hartes Material verarbeitet wird. Also das ist dann zum Weiterverarbeiten. Warte mal, war die Rüstung mit Eisenbarren oder war das mit was anderem? Eisenbarren. Eisenbarren. War mit Eisenbarren, ne? Eisenbarren war noch hier drin, ne? Eisenbarren. Brauchst du Eisensplitter und Holzkohle. Holzkohle kriegst du aus... Ja, komm. Holz können wir erstmal hier machen. Ich sehe, haben wir ja alles da.
Machen wir das Holzkohle? Nett, dass du dir Eisenbahn selber herstellen kannst. Also Eisen. Warum nicht? Weil du, wenn du Eisensplitter hast? Ja, ja. Hast du die Eisensplitter alle rausgeholt? Nicht alle. Nur aus der einen Kiste jetzt wieder mal. Ja, das waren alle. Nee, ich hatte über 60 Stück. Das waren nicht annähernd alle, die da drin waren. Ich habe alle geordnet, die ich hatte. Gut, das Holzkohle-Ding, das geht ja zwei Holz für eine Holzkohle, ist okay. Ja, ich habe auch keine Eisensplitter, also kann ich nichts machen gerade. Oh, 5, also du warst fast richtig, 5 kostet 1. Kannst du mir mal ein paar Eisensplitter geben? Du hast wirklich alle in der Tasche. Ja? Wir haben leider keine anderen mehr. Oder ich weiß nicht, wo. Doch, ich hatte wahrscheinlich. Ich hatte die hier oben alle reingepappt, alle. Und da sind keine mehr. Hier, guck mal, die Kiste hier ganz am Rand. Da sind alle, die ich gesammelt habe. Ah, okay. Die hatte ich jetzt nicht gesehen. Noch einige. Spininski, ey, du. Also ein paar. Oh, Kompositbogen. Habe ich gelernt. Womit? Durch die Eisenbahn. Ah. Wahrsagertisch? What? Mhm. Oh, das geht. Ich habe jetzt 28 Eisen. Langpfeile. Tölpel, Streitkolben. Ah, den haben wir, den Tölpel. Das hatte ich ja gesagt, auf diesen Tölpel-Fuzzi. Kompositbogen, geil. Wo kann man den denn basteln? Wir könnten, Dex, wir könnten uns sogar jeder komplett schon so eine Rüstung, also das Eisen dafür haben wir. Was meinst du? Ach, Mann, ich muss die Scheiße. Hier Eisenflügelrüstung da, bei der Nock. Du brauchst Holzkohle, Fasern, schweres Chitin müssten wir ein bisschen farmen, aber das gibt's ja eh da in dem Gebiet. Eisenbahn habe ich 28 Stück, du brauchst für die ganze Rüstung, warte, 3, 6, 10. Du brauchst 10 Stück für die ganze Rüstung, 10 Eisenbahn. Ja, Fasern, schweres Chitin, Insektenpelz haben wir eigentlich auch massenhaft. Die Eisenbahn und die Holzkohle und den einen Saphirflügel halt. Also die könnten wir sogar easy bauen. Wir müssten nur schweres Chitin farmen. Machst du die Tür wieder rein? Du hast gerade die Sachen aufgesammelt. Ich muss gerade die Spinne rauslassen, die ging mir vor auf den Senkel. Wir brauchen ein großes Tor. Was hattet ihr für eine Tür? Holz. Na, kannst du doch kannst du bauen mit den Sachen, die du hast, ja. Die du aufgesammelt hast. Genau. Also nö, die Rüstung könnte man schon easy machen. Ja, aber wir gehen erstmal mit den anderen Leuten da erstmal dorthin. Hm. Also das Eisen, das geht, also es ist nicht so teuer. Wo bastel ich denn den Kompositbogen? Bogen? Steinmetz. Steinschneider. Kompositbogen. Hm. 4 Eisen, 3 Seide, schweres Chitin, 10 Stück schweres Chitin. Echsenklauen 2. Wo hast du denn den Kompositbogen? Steinschneider. Ja, ich bin beim Steinschneider. Ich gucke mir den gerade von unten. Der Seite an. Also bei mir ist der unten. Ach da, also ja, ich habe mich gesehen. Steinschneider drin. Mir fehlt schweres Chitin, Seidenfaden und apropos. Echsenklaue habe ich nicht. Was ist ein Echsenklaue? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch eine andere Echsenart. Aha. Oh, ich baue mir mal noch so eine Stachellanze. Ja. Ich tue mal Sachen hier jetzt rein, die wir jetzt hier brauchen, in dieser Werk, in dem Werkraum hier. Also Holzkohle kommt hier bei mir rein, Stein und die Eisenbahn tue ich auch mal hier so hin. Tue ich das Zeugs wieder weg. Holz, Holz. Haben wir keine Insektenstacheln? Müsste in der Küche mal gucken. Da müsste die ganze Kiste, glaube ich, voll sein von dem Mist. Ah ja, hier. Ich muss sowieso mal meine... Stacheln und was war's noch? Hier, Stoff irgendwas, da brauche ich Seide für. Stoffbündel oder wie das heißt. Grashüpfer Beinski. Ja, Bein. Die Kiste will ich loswerden, wir sind Bubbles. Oh, jetzt habe ich auch eine Stachellanze. Sehr schön. Gutes Teil. Die hatte, glaube ich, noch so einen Gifteffekt, glaube ich, ne? Mhm. Giftschaden 12 bis 14.
Kannst du mal gucken, was. Also kann ich selber gucken. Der Tölpelknüppel, was der für einen Schaden macht. Bitte Knüppel. Geht weiter, Tom Lott. Nächste Woche fangen wir an mit Genesis 1. Wir haben das ja alles schon x-mal gespielt. Wir machen ja einfach jetzt noch mal die ganze Geschichte von Ark. Aber ja, das tue ich Auch mal. zusammenhängt. Aber nächste Woche geht's weiter. Wir müssen ja noch den Server. Wir sind ja, das geht ja, dauert ja mal was, Sachen einzustellen, alles vorzubereiten. Man springt ja nicht von einem Server auf den nächsten, dann geht's weiter. Sondern wir müssen ja auch passende Mods finden, passende Einstellungen finden und so weiter und so fort. Wo habe ich denn jetzt die Steinkiste? Steine hier wieder zurück. Wir haben schon 36 Eisen. Ich nehme aus dem Team aus. Ich nehme das Zitin mal aus dieser Kiste raus und auch die Samen hier. Jetzt tue das Zitin wieder zurück. Das Zitin kann ruhig da bleiben. Aber ach, ich kann. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Hier ist ein Slot, den kann ich nicht nutzen. Der ist bei mir kaputt. Kannst du mir mal das rausholen? In der Kiste hier unten. Hier. Unten links. Genau, die kannst du mir die mal geben. Oder legst du auf einen anderen Slot. Sie. Ich kann die leider nicht Das ist nutzen. Du kannst. weggedroppt, aber du saugst es immer direkt ein. Ich tue die Aber die Samen. Windmühle ist schick. Warte mal, die hat doch auch ein Nutzfeld eigentlich. Dann zumindest irgendwas damit mahlen. Ja, da kannst du auch nutzen. Da kannst du Mehl herstellen aus Saat. Was gibt's hier alles in dem Spiel? Ist schon krass, Komm, ne? mach mal. Stell mal Mehl her. 5 Saat für ein Mehl. Oh, Saat hatte ich ja gerade. Ich gerade weggelegt. Ich bringe dir Das ist Saat bestimmt mit. auch mal. Ja. Da haben wir bestimmt noch mal was Neues. Hier fehlt das Dach. Okay. Mann, ich habe jetzt nichts zu bauen dabei. Okay, Mehl. Hier ist doch dir was. Aber du kriegst nichts Neues, glaube ich. Nee, Nö, einfach Mehl. nur Mehl. Was machen wir mit B? Mit Ein Pulver B. aus Körnern nützlich zum Backen köstlicher Speifel kommt bestimmt noch später. Cool. Was gibt es denn hier noch zum Herstellen? Stoffstück, Hakenkanone, Haken. Steht doch nur 10 Sekunden drauf. Warum ist mir denn direkt wieder kalt? Hier. Hier ist noch Gas vorbei. Giftdrüsen hatte ich hier gesehen. Da waren noch mehr Giftdrüsen. Ich hatte noch mehr Giftdrüsen irgendwo gesehen. Hier ist nämlich Honig, das kommt auch noch weg. Das kann hier drin bleiben. Wo hatte ich da? Das ist das Bein. Nein, falsch. Das kann auch da drin bleiben. Das Bein. Ist in Ordnung hier irgendwie hinbekommen. Ist voll schwer. Echt. Ja, es gibt Gesundheitstränke, Nektarblütenblatt und Samenöl. Das ist gar nicht mal teuer. Müssen wir unbedingt nutzen, das Ganze. Okay, das ist das schon mal weg. Jetzt tue ich das erstmal hier reinlegen. Leute, habt ihr den Bug auch, ich kann jetzt den unteren linken Slot nicht nutzen. Guck mal. Hier kann ich es reinlegen. Hier und da hier nicht mehr. Hier ist nichts mehr. Das Slot ist auch weg. Alles, was da reingelegt worden ist von den Spielern, kann ich nicht nehmen. Das war auch noch da. Das hier. Das tue ich mal so hin. Irgendwo war das hier. So. Okay. Du hast eine Baustelle im Discord gepostet. Das will ich mich jetzt mal kurz. Ah, cool. Kein Nektar. Baustelle. Schlachtfeld. Ne, wir haben keinen Nektar. Doch. Aber nur ganz wenig.
Wir haben wirklich noch Nektar, aber ganz wenig. Ist, glaube ich, im Kochgebiet hier irgendwo. Hier ist kein Nektar, hier ist kein Nektar. Ich habe alle Kisten hier. Hier, 30, 30 Stück ist hier. Da in dem Slot, wo ich nicht reingucken kann. Ach da, oh. Ich komme hier nicht raus. Ich hänge immer fest. Was das? Ich mache mal ganz was neue Kisten. Die Kisten gehen mir gerade voll auf die Eier hier, ey. Diese blöden Mülldinger. So, dat, so. Saug. Okay. Tot. Okay. Okay. Diese muss auch weg hier. Kann ich auch noch eine bauen? The question is. Kann ich. Ich könnte noch eine bauen. Ich hab dir mal da in die Kiste das Elixier reingelegt. Die Heiltränke. Ah, okay. Falsch gedruckt. 210 Insekteneier. Ja, tut immer hier rein. Ich hatte hier aus dem. Ich drücke mal die SRG-Taste dabei beim Reinschieben in die Kiste und dabei ist das falsch. Du sollst ja eigentlich nur Dings drücken. Rechte Maustaste und ist alles gut. Machen wir Doppelklick. Einfach rechte Maustaste. Wie geht das? Hallo Aria.